cult. Apparently, they found out something about the unknown piece. I'll let Dr. Viola tell you. Bolt, I'll start with my conclusion. It appears the unknown pieces are related to the power to control the world. World domination. The power to control the world is a legendary power. However, as befits something legendary, it was never known whether or not it even existed. I've heard of the power to control the world. Ja, bei uns ist es, ich glaube, Geld. It's the legend where the long war finishes and peace returns, right? That's right. Apparently, the unknown pieces have a very strong possibility of being the key to activate the power to control the world. Until I examined these unknown pieces, I too thought it was only a legend. But if the power to control the world really exists, it's a huge find. Fuel is taking the actual pieces to the military. So I can't say for sure. I'll ask him when he gets back. Hello, children. That's enough adventuring for you now. Huh? It's that old lady! Old lady! You'd better watch your tongue! Girls these days are so inconsiderate of their elders. Do you really think you're helping me, Bart? Never mind. Just hurry up and do it. Understood. I just sucked up 4 bots. The Tokobots are nothing to fear. Just leave these prehistoric weapons to me. Well now, Bart, it seems you can be useful sometimes. Prehistoric weapons are my field of expertise. There is no way I can lose. Hey, what's that? You've got to be kidding! The Tokobots! Oh my, it's not just the Tokobots. I've also got your unknown pieces. No way! I'm sorry, Bolt. The Tokobots never would have been stolen if I'd only been careful. Just who are you? Give us back the Tokobots and the slates! Unfortunately, I cannot do that. You've both learned too much. It's time for you to give up. What? Who's that? Good work on collecting all the slates. I appreciate it. Root. Fuel? No way! Why, Fuel? It seems you children are confused. I don't blame them. They've just been betrayed by their superior officer. It's doubtful they can accept that, right away. I must say I don't care for the word betray, Bart. It's only right that those with proper knowledge should own power. Bolt, Ruby, do not concern yourselves with this anymore. Be sure to tell Kanewood that as well. Of course, without the Tokobots, you can't pursue us anyway. Flames, Bart, back to the hideout. We'll proceed with the plan there. Okay. Fuel hat die Tokobots gestohlen. Bolt. Komm erst mal zurück ins Labor. Ja, und genau das war diese Story-Änderung. Kapitel 5. Do or die infiltration.
Get back the Tokobots! Das war diese Storywendung, von der ich erwähnt habe. Und das hat mich am meisten genervt, dass ich das schon gesehen habe und es euch nicht zeigen konnte. Aber naja, jetzt habt ihr es hoffentlich alle gesehen. Welcome back, Bolt. Und ja, wir machen einfach weiter. I still can't believe it. How could Fuel have stolen the Tokobots like that? Mr. Kanewood, was this whole ordeal a mission for our country's Tierra's military? Ruby, it's too soon to decide that. Although we still don't know all the details, according to the military, Fuel wasn't acting on any orders from his superiors. What? But then... Wait a second. Ich glaube, jetzt hat's Klick gemacht. There's an emergency call from Internal Affairs, Mr. Kanewood. Mr. Kanewood, I'm glad to see you're doing so well. Although I would love to have a nice long talk with you, I'm afraid today I merely come with unfortunate news. Your laboratory is suspected of plotting against the kingdom. Ihm wird Landesverrat vorgeworfen und alles, was er macht, ist lachen. I'm sorry to hear that. Indeed. I'm afraid this comes from highly reputable sources. Furthermore, there are reports that you are in cahoots with Fuel. I'm truly sorry, but I cannot overlook this. You're kidding! Until your suspicions have been cleared, I have orders to cease all treasure hunter activity and seize workers. I've already sent a special forces team to your lab. Please, don't try anything foolish, for I do not wish to use force. I can't believe that Fuel was plotting against the kingdom. Besides, we're not in cahoots. Fuel even stole our Tokobots. Calm down, Ruby. Understood, Minister Flag. We'll be good for a while. A very wise decision. In dem Fall schreibt man weise klein, aber ich will ja nicht. Now, if you'll excuse me. What are we going to do about Fuel? I only hope he's not planning anything bad. Nein, er hat uns Steintafeln geklaut, die der Schlüssel zur Kontrolle der Welt sein könnten, über die ja, doch, Kontrolle der Welt, aber er plant nichts Böses, nein. Here, Ruby, this is the info the military collected for us. Let's see. This details what Fuel's been up to. Fuel's been traveling all over and buying lots of large workers. They were then shipped to Grinder Valley. This is almost certainly where Fuel's hideout is. Da stellt sich mir jetzt die Frage, warum in aller Welt sollte man seine Pakete an sein Versteck schicken lassen? Damit, an sein geheimes Versteck, wohlgemerkt. Es könnte ja auffallen, dass da... Oh, meine Stimme. Könnte ja auffallen, dass da jede Menge Zeug hingeliefert wird. Da ist nix. Das ist mitten in der Wüste, aber da ist nix. There's a very good chance that the Tokobots are there. Nein, die sind da nicht, nee. Well, I don't know what it is that Fuel's planning. But we must get the Tokobots back. Fortunately for us, Bolt isn't a treasure master yet. Which means that he's free to act. Bolt, right now, you are the only one we can count on. Get the Tokobots back and find out what Fuel is up to. I see. Right now, Bolt is the only one we can rely on. Now then, I must be off to the tea meeting. Ruby, I'm leaving the rest up to you. If there's a problem, don't mind about the meeting. Contact me at any time. What? You're going out at a time like this? I'm going out because it's a time like this. Victory goes to he who makes the first move. It'll be fine.
False misunderstandings will always clear up. How long do you plan on being depressed? Bolt has been growing by leaps and bounds. Ruby, things will be fine if you just do what you can. That's right. I'd love to have one of your pies again. Und schon wieder mit dem Gedanken beim Essen. Naja. But I'm afraid I must be off. Oh, such a shame. Okay. Understood. I'll do my best. Bolt, when you're ready, come to the deployment hatch. We're going to Grinder Valley to get the Tokobots back. Feindlexikon aktualisiert. Neue Waren im Analyseraum erhältlich. So, dann gehen wir mal in die Quellen. Ins Feindlexikon. Ihr wisst das, ich mag das nicht, wenn da neu steht. Iron, ein Ruinläufer. Du musst die Zone angreifen, die keine Rasierklingen besitzt. Ach, das sind Rasierklingen. Okay. Beamod, ein großer Wachhüter der Ruinen, hat eine extrem harte Rüstung und sein Laser verbrennen alles. Und Sonic, den hatten wir ja schon. So, was haben wir noch? Achso, bevor ich da was Neues hab, muss ich zunächst in den Analyseraum. Oh my, welcome. Hallo. Good work. I'll pay you for the items you collected. Gute Arbeit, für die gesammelten Gegenstände gibt's eine Bezahlung. Die Gegenstände, ja, ich bringe Gegenstände mit. Thanks for always bringing back so many items. Was? 12.000 geben die. Also 6.000 pro Stück. Schön. Punkt, 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 Punkt. Und das Ganze nochmal. Dies ist die zweite Hälfte eines Gegenstandes, den Herr Cainwood fand. Die uralten Schriftzeichen darauf werden bei der Entschlüsselung der Geschichte und Kultur dieser Epoche helfen. Was? Das ist unglaublich. Dein Schatzwächterblut muss dich hergeführt haben. Dies ist ein Symbol des Friedens zwischen drei Königreichen der prähistorischen Ära. Dein Vater fand den Linken der drei Köpfe vor einigen Jahren. Okay, here's your reward. Well done. 64.000. What can I do for you? Steigen wir zuerst mal meine Energie. Und dann gucken wir mal, was wir noch so hier haben. Ah, Herausforderungstickets, das nehmen wir auch mit. Das nehme ich auch mit. Bilder können wir keine kaufen. Aber das gibt uns genug... genug Geld, um eine Verbesserung zu machen. Nur jetzt weiß ich nur nicht, welche... Ich hier nehme den Samurai-Krieger. Ja. The power-up operation is done. It turned out perfectly. Don't be too surprised at how powerful it is, Bolt. What would you like to analyze? So, das kostet also 75.000 kostet das nächste, okay. What can I do for you? Das reicht dann nicht, aber... Come back anytime. Dann gehen wir jetzt nochmal zur Enzyklopädie, denn... Na? Die Enzyklopädie seltener Gegenstände wurde aktualisiert. Da wählen wir das doch mal aus. Da einmal. Speicherkristallfragment. Ein Kristallfragment, in das unzählige prähistorische Zeichen eingraviert sind. Der Text konnte entziffert werden, als er mit einem weiteren Fragment, das Cainwood fand, verglichen wurde. Es besteht berechtigte Hoffnung, dass die gewonnenen Informationen zur Erforschung der Ruinen beitragen. Und da unten haben wir dreiköpfige Drachenstatue. Rechter Kopf. Eine Statue, die während der Prähistorie ein Friedensabkommen symbolisieren sollte. Alle drei Köpfe dieses Kunstwerks sind Drachen nachempfunden. Der linke Kopf wurde von Bolts Vater, dem Schatzwächter, gefunden. So. Dann haben wir auch irgendwie neue Bilder. Nein, die müssen wir kaufen, genau. Okay, da muss ich nicht rein. Forschungsbericht muss ich auch nicht, obwohl ich nehme euch jetzt mal mit zum Speichern. Dass ihr auch alle seht, dass ich schönartig abspeichere. Und zwar auf diesen Platz. Speichern wir erfolgreich. Das ist sehr schön. Und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich einen Schnitt aus dem einfachen Grund, falls jetzt wieder etwas schief gegangen ist oder falls etwas schief gegangen sein sollte, dann muss ich nur 65 Minuten erneut spielen. Hoffentlich hat alles funktioniert. Ich hoffe, ich konnte euch weiter das Spiel präsentieren.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr findet Gefallen an dem Spiel. Mir gefällt es mit jeder Minute, dass ich spiele, besser. Und vor allem möchte ich jetzt schon wissen, ob ich die Tocobots wiederkriege. Das sehen wir dann aber beim nächsten Mal. Und ich hoffe, ich kann euch dann auch beim nächsten Mal wieder begrüßen. Bis dahin, ciao!